Es ist, wie ich finde, an der Zeit für neue Reifen. Die neuen Reifen sind auch schon da. So sehen die vom Profil her aus. Rocky ist auch wieder mit am Start. Es handelt sich um die Shaoyang Sandstorm 26x4 Zoll. Ich habe jetzt schon mal geguckt, ob die irgendwie laufrichtungsgebunden sind. Sieht aber jetzt erst einmal nicht so aus. Maximaler Druck 1,4 Bar soll man hier maximal drauf machen. Ich habe auch schon in dem ein oder anderen Erfahrungsbericht dann tatsächlich gelesen, dass die unter 1 Bar gar nicht fahrbar sind. Die Original-Himiway-Reifen kann man ja auch teilweise bei 0,5 Bar fahren, je nachdem, in welchem Gelände man unterwegs ist. Was ich auch sehr geil finde, hier steht dann nochmal Moped drauf. Weiß man nicht, ob das was zu bedeuten hat, aber auch auf der anderen Seite finde ich jetzt erstmal nichts, was auf eine Laufrichtung hindeutet. Vom Profil bin ich auf jeden Fall mega gespannt, wie das dann gleich auf den Felgen aussieht. Der Vergleich. Rechts Original Himiway und links jetzt das neue Straßenprofil. Ich sag mal so, ich erhoffe mir ein bisschen ja, Kraftstoffsparung dadurch. Also ein bisschen, dass der Akku ein bisschen mehr geschont wird, weil man halt auch einfach weniger Rollwiderstand hat. Ich habe das Fahrrad schon mal aufgebockt, weil ich, das war schon ein Akt. Ich habe vorne auch das Display abgeschraubt, habe das Ganze hier auf Holzböcke oder auf ja, Holz gestapelt, noch mal ein bisschen abgepolstert mit Tageszeitung. Die braucht ja eh keine Sau. Und was die Reifen, die neuen, nicht haben, ist dieser Reflexionsstreifen. Das ist mir jetzt auch schon aufgefallen. Habe ich vorher gar nicht drauf geachtet. Deswegen muss ich mir auch noch irgendwas holen, was ich mir dann in die Speichen mache. Da gibt es ja auch diese Röhrchen für die Speichen. Ich hoffe mal, dass das für den Straßenverkehr dann auch ausreicht und tauglich ist und von der Polizei dann auch nicht bemängelt wird. Hier haben wir zum Beispiel einen laufrichtungsgebundenen Reifen von Kenda. Ich weiß auch nicht, ob man diesen Reflexionsstreifen nachträglich irgendwie aufbringen kann. Boah, ich werde jetzt einfach erstmal anfangen, das Ganze hier zu zerlegen. Ich lasse mal so ein bisschen die Luft raus, beziehungsweise ich schraube den jetzt erst mal ab. Vorne ist das Ganze wirklich ein Kinderspiel. Hier haben wir ja diese Schnellspannachse. Und wenn man die dann entfernt hat, sollte man eigentlich, jawohl, das klappt ja mal mega einfach. Was man jetzt im ausgebauten Zustand auf gar keinen Fall machen sollte, ist an der Bremse ziehen, weil dann fallen hier diese kleinen Bremsbacken raus und man ganz viel Pech hat, auch die Bremskolben. Und die Luft ist größtenteils raus. Ja, ich denke mal, das reicht. Ich hoffe mal, dass das jetzt reicht, an dem Reifen hier abzuziehen. Mir ist auch gerade aufgefallen, das ist ja hier diese Linie gibt, und wenn man sich den neuen Reifen mal anschaut, dann ist diese Linie hier ja quasi auch vorhanden, nur quasi nicht angemalt. Vielleicht gibt es ja auch diese Reflexionsfarbe, dass man hier einfach diesen Streifen reinmalt. Also das wäre natürlich auch eine Idee, das zu machen, oder es gibt so eine selbstklebende Folie. Aber ihr seht es, hier ist irgendwas, ich weiß nicht, ob man sich dabei was gedacht hat oder ob das Zufall ist. So, ich habe jetzt mal auf knapp ein Bar aufgepumpt das Ganze. Man muss natürlich beim Aufpumpen aufpassen, dass hier der Reifen nicht aus der Felge rausquillt. Also da musste ich ein, zwei Mal korrigieren, den Sitz quasi, damit er sich auch richtig aufpumpt. Ja, jetzt haben wir auch das erste Mal einen richtigen Eindruck von so einem Profil. Also der Reifen wirkt, ich muss ja sagen, der Original Kenda Himiway Reifen soll so um die 100 Euro pro Reifen kosten. Hier haben wir jetzt 30 Euro pro Reifen. Ich habe euch das Ganze unten in der Videobeschreibung natürlich auch nochmal verlinkt. Hier haben wir dann nochmal so einen kleinen Profilvergleich im ausgebauten Zustand. Ganz klar Stollenprofil, so ein bisschen für Wald und Feldwege. Und hier rechts, links haben wir so ein bisschen das Straßenprofil. Was ich sagen muss zur Stärke des Gummis, der Reifen, also das hier ist wirklich schon so ein bisschen, ja, also, also, ja, der soll jetzt 30 pro Reifen kosten und der hier bei Himiway kostet über 100 Euro aktuell. Und wenn man sich das mal so anguckt, auch von der Qualität her, auch hier von der Wandstärke, ist das schon ein bisschen qualitativer als jetzt dieses Teil hier. Aber gut, ja, gucken, wie lange das Profil hält. Ich habe jetzt ein, zwei YouTuber gesehen, die haben da zum Beispiel hinten auch nach 3000 Kilometern abgefahrenen Reifen gehabt. Das ist so der Grund, warum ich das Ganze hier mache. Dem würde ich gerne vorbeugen. Und da ich sowieso zu über 99% Straße fahre, habe ich mich mal zum Testen dieser Reifen entschieden. Ja, wirklich viel Angebot ist auf dem Markt für Straßenreifen, für diese Fatbikes noch nicht. Ja, Rocky genießt den schönen sonnigen Tag aktuell. Auch wenn das jetzt wenig aussagekräftig ist.
irgendwie, wenn man die Flanke drückt, wenn man die Seiten drückt, dann hat man schon so ein bisschen jetzt bei einem Bar, beim Hemiwell konnte man das nicht so rausfühlen. Also die sind von der Gummimischung her schon deutlich weicher. Ich bin wie gesagt mega aufs Fahrgefühl gespannt. Und dann schon mal der Unterschied aufgepumpt, rechts Stollenreifen, Original Hemiwell oder Kenda und links der, ja, nennen wir ihn mal Billo-Reifen. Vom Profil her, ja, natürlich, muss man sagen, ist das rechts schon deutlich cooler, wenn man damit rumfährt. Aber links ist halt, ja, deutlich besser für die Straße geeignet. Wie gesagt, oh, ich bin so gespannt auf den Fahrtest. Und den Hinterreifen, ja, da muss ich ein bisschen rumfriemeln, da muss ich mit dem Motor so ein bisschen gucken, Kette ausdingsen. Ich werde da jetzt das Ganze im Schnellverfahren machen, also ich baue das jetzt das Ganze mal schnell ein. Ich will euch ja nicht zeigen, wie man Reifen wechselt, sondern ich will einfach im Prinzip nur die neuen Reifen testen. Deswegen jetzt mal, tada, so, fertig. Das Ding sieht irgendwie, wie soll ich sagen, noch ein bisschen fetter aus als vorher. Also vorher war ja schon ein Fatbike. Aber irgendwie mit den neuen Reifen, also ich habe auch so das Gefühl, noch ein bisschen mehr Ballon. Aber na gut, ich habe sie jetzt auf 1,4 Bar aufgepumpt. So, hier nochmal. Das Profil. So, Rocky ist auch wieder da. Na? So. Ja, vorne. Ja, was soll ich sagen? Also, ja. Eieiei. Laufrichtung gab es jetzt keine. Maximaler Luftdruck 1,4. Den habe ich jetzt erstmal drauf. Eventuell verringe ich nochmal. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die erste Testfahrt mit dem, ja, mit den neuen Reifen. Also irgendwie, wie soll ich sagen, sieht schon, hat schon was, ne? Ich meine, vorher hatte es auch was, aber das hat auch was, aber anders. Ja, so, wir sehen uns auf der Testfahrt. Tada, ja, bei der kleinen Teststrecke angekommen. Nochmal ein paar Aufnahmen, so ein bisschen mit der GoPro. Ja, können wir auch nochmal gucken. Also das Profil ist jetzt natürlich alles noch nicht eingefahren. Ich habe jetzt so die ersten, ich würde sagen, vielleicht 2-3 Kilometer hinter mich gebracht und ja, es fährt sich ein bisschen mehr wie Fahrrad tatsächlich. Also man hat so ein bisschen besseres Einlenkverhalten, ist jetzt so mein erster Eindruck. Dadurch, dass ich jetzt mit 1,4 Bar fahre, ist so ein bisschen Fahrkomfort verschwunden. Also es ist nicht mehr ganz so weich wie mit 1 Bar auf den alten Reifen. Aber im Grunde genommen, ich habe nicht so ganz das Gefühl, dass es sich besser rollen lässt, aber schauen wir mal, ich nehme euch mal jetzt so ein bisschen mit. Und vielleicht sind die Bilder der Fahrt ja so ein bisschen aufschlussreicher. Also ich fahre jetzt auch ganz speziell ohne E-Motorunterstützung. Ich fahre jetzt so 16 km/h, erster Gang. Ja, mit den Gängen bin ich auch überhaupt nicht zufrieden, aber das ist dann auch nochmal ein Thema für ein anderes Video. Aber jetzt hier mit 16, fast 17 km/h, kann ich ganz gut fahren. Also jetzt ohne E-Bike, ohne Elektromotorunterstützung habe ich so ein bisschen das Gefühl, als könne ich leichter fahren. Und dann kommen wir auch mal zum, ja, also diese Fahrten, die klappen jetzt viel, viel besser. Einfach mal links, rechts, hier so bei 15, ja, 12, 13 km/h, einfach mal das Lenkrad ein bisschen, wie man es auf einem normalen Fahrrad auch macht. Da hat man ein viel besseres Gefühl auf einmal und ich kann auch viel, viel schöner gefühlt ohne E-Bike-Unterstützung fahren. Also irgendwie haben die Reifen definitiv ein etwas
geringeren Rollwiderstand. Also ich fahre jetzt hier zwar erster Gang, ja, zweiter mit 17, 18 km/h ebene Strecke, fahre ich hier 19 schon recht gemütlich. Also ja, die Reifen haben schon ganz schön Einfluss. Jetzt leicht bergauf, da würde ich mir wünschen, ich hätte noch mal zwei Gänge, die ein bisschen noch geringerer untersetzt werden. Ist ja auch völlig wurscht. Ich denke mal, für 30 Euro pro Reifen im Vergleich zu den Originalreifen ist das schon echt eine geile Sache. So als E-Biker macht man sich ja dann auch mal so ein bisschen Sorgen. Wie ist das jetzt, wenn der Akku leer geht? Oh mein Gott, ich habe noch 20 Kilometer ohne Akku. Aber jetzt, wo ich hier so fahre, ohne Akkuunterstützung, denke ich mir, Alter, das ist ein komplett anderes Fahrgefühl. Es ist natürlich dann jetzt, wollen wir das mal eben kurz, ich fahre jetzt nicht einfach so hier über die Felder. Aber natürlich, fürs Gelände ist das jetzt nicht mehr so optimal wie vorher. Und ich habe dann auch schon so ein bisschen im Internet nachgelesen, so Kritik zu diesen Reifen. Unter ein Bar sollte man sie nicht fahren, dann wird es ganz schön schwammig. Aber dafür habe ich sie mir auch nicht geholt. Ich habe sie mir geholt, damit ich einfach auf der Straße nicht so einen hohen Verschleiß habe. Und ja, tatsächlich, also ich fahre jetzt hier 19,4, zweiter Gang, relativ ebene Fahrbahn. Ja, und solange es nicht großartig bergauf geht, ich meine, da kann ich ja immer noch mal die Unterstützung wieder zuschalten. Aber wenn ich wollte, so, ja, dann fahre ich hier super easy, 20 km/h, ganz leicht bergauf. Das hatte ich vorher nicht so das Gefühl bei den anderen Reifen. Ja, also falls ihr da Erfahrung habt oder mir andere Reifen empfehlen würdet, schreibt es in die Kommentare. Ich bin mega gespannt. Was ich jetzt noch brauche, ist ein etwas höherer Lenker, eine andere Übersetzung der Schaltung. Und dann ist das wirklich ein absolut geiles Fahrrad. Muss ich mal so sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich sage wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Und es ist deutlich leiser. Deutlich leiser. Nicht mehr so dieser krasse Abroll-Sound der Reifen. Ich bin überrascht. Tschüss.